P1 TV bei Sprawl and Brawl 3 in Berlin und bei mir steht nun der MMA-Debütant André Peredry, der soeben ja, in nicht mal einer halben Runde sein Debüt erfolgreich gestalten konnte. Nachdem es am Anfang gar nicht mal so gut aussah, da hat dein Gegner im Stand doch die besseren Treffer gehabt, aber dann konntest du das Ding nochmal drehen. Also verteidigen ist halt im Stand für mich sehr schwer. Ich bin mehr so BJJ-Kämpfer und das habe ich heute auch gezeigt. Manches muss halt verbessert werden bis zum nächsten Kampf, aber soweit ich gesehen habe, war doch die Mount mir ziemlich gut gelingen. Da könnte ich die Position gut halten, der könnte einfach nicht mithalten. Und da habe ich einfach gedacht, ich ziehe durch. Und ja, er hat harte Treffer bei mir landen können, aber das waren nicht solche Treffer, die mich umgehauen haben. Sein Fehler war, dass er die Treffer nicht gut platzieren konnte. Hätte er das besser platziert, würde es für mich jetzt anders aussehen. Ja, also was mich auch beeindruckt hat, wir haben gerade vor dem Interview schon kurz darüber gesprochen, ist, dass ihr wart beide Debütanten und in der Regel kennt man das, dass die Jungs, die zum ersten Mal einen MMA-Kampf bestreiten, wirklich Vollgas nach vorn gehen, rausgehen wie die Feuerwehr. Ihr habt das sehr, sehr ruhig angegangen, beide. Wie kam es dazu? Ich habe schon vorher gesehen, mein Gegner habe ich schon vorher gesehen und ich habe schon da gesehen, dass er ein vernünftiger Typ ist, von sich aus. Und es ist auch nicht mein Stil. Ich kämpf nicht zu hackig oder halt zu hektisch mit dem Gegner. Und wenn er zum Beispiel auf mich losgegangen wäre, dann würde ich sofort das stoppen. Er würde einfach sich ausbauen. Und dann würde ihm die Power in der zweiten Runde fehlen. Ich würde zum Beispiel ihm nicht in der ersten Runde aushauen, sondern erst in der zweiten. Jetzt hast du deinen BJJ schon angesprochen, hast wirklich einen sehr, sehr schönen Pass gehabt in die Side Mount, von dort in die Mount. Das war alles sehr, sehr flüssig, also eigentlich hatte der Gegner kaum noch eine Chance, sobald der Kampf auf dem Boden war. Du sagst, du bist schon hauptsächlich ein BJJ-Kämpfer. Auf welchem Level bewegst du dich dort? Machst du auch Grappling-Turniere und wann wird dein nächster MMA-Kampf anstehen? Denn du hast gerade gesagt, im nächsten Kampf muss das noch besser werden. Ja, also der nächste MMA-Kampf steht noch nicht fest. Grappling-Turnier machen wir in Verbindung zu einer anderen Sportschule aus Berlin. Und das sind mehr so Freundschafts-Grappling-Kämpfe, aber auf einem hohen Niveau. Und halt Grappling-Turniere sind ja ohne Schlagen. Und das war das erste Mal für mich richtig mit harten Schlagen und harten Raufprügeln. Und leider war der Gegner heutzutage einfach ein bisschen zu langsam mit seinen Schlägen. Und die nächsten Grappling-Turniere werden wahrscheinlich demnächst kommen. Ich muss erstmal von diesem Kampf mich erholen. Und dann die nächsten werden vielleicht in ein paar Monaten folgen. Aber ich werde auf jeden Fall hier nochmal auftauchen. Das war für ein Debüt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung. Ich beglückwünsche dich zu deinem ersten Sieg im MMA. Ich hoffe, es war nicht der letzte und danke dir für die Zeit. Dankeschön.